Herr Kiddo, was ganz Seltsames ist gerade passiert. Oh nein, ist das Opossum wieder da? Hat es diesmal Verstärkung mitgebracht? Es gab einen anonymen Anruf. Sowas im Sinne von, triff mich im Parkhaus und komm allein? Klingt doch nach einem sehr sicheren Unterfangen. Eher in Richtung, hol deinen Wagen von diesem verlassenen Parkplatz ab. Welchen? Der Chevrolet Bel Air, der gestohlen wurde. In der Nacht, als Jazz ging? Genau. Guckst du ihn dir an? Hast du nochmal von Jazz gehört? Wir haben gestern gesprochen. Ist sie okay? Werden wir sehen. Wir haben was geplant. Mal schauen. Geplant? Entspann dich. Wir wissen, was wir tun. Hey, ich will nicht, dass... Rydell, du musst uns vertrauen, okay? Das ist zwar schwer, aber für uns alle am besten. Okay, okay. Ihr seid keine Kinder mehr. Weiß nicht, ob wir das je waren, Boss. Manchmal fühle ich mich, als würde ich nichts mitbekommen, weißt du? Das liegt an mir. Hey, alles, was du für mich getan hast, bedeutet mir viel. Ohne dich wäre ich nicht hier. Vielleicht sage ich das nicht oft genug. Okay, alles klar. Wir hören uns später, Kiddo.
Ich hab den Bel Air. Definitiv unserer. Wer hat angerufen? Der Anrufer meinte, er sei ein Freund, der die Dinge gerade biegt. Will? Das war sicher Yes. Man sieht sich in der Werkstatt. Hey Kiddo, noch Zeit für einen Auftrag für die Werkstatt? Schick rüber. Heiß, Leute. Die Bürgermeisterin hat ihr komplettes Wahlkampfteam gefeuert. Jetzt hat sich ihr neues Team auf alberne politische Werbung versteift, die, ganz offen gesagt, kein bisschen auf die Probleme der Bürger von Lakeshore eingeht. Dieser Podcast wurde von Dreams gesponsert. Schläft es sich gut auf eurer Matratze? Natürlich nicht. Dreams mit Z liefert eure nächste traumhafte Matratze direkt zu euch nach Hause. Fast so, als würde ich mein Team vor einem Rennen feuern. I want to win. I want that trophy. Der Wagen steht, Boss. Hervorragend. Danke, dass trotzdem die Werkstatt für dich an erster Stelle steht. Naja, sie ist halt auch mein Zuhause. Ich bin stolz, dass du auf gerader Strecke geblieben bist. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, nein, hast du nicht. Ich denke, daran würde ich mich erinnern. Abendessen geht auf mich. Stress, dass ich so ein paar Bananen erkenne.
Stopp! Ich kann das mit geschlossenen Augen. Mach ich aber besser nicht. Ich
back. I'm right behind you. Okay. Auf geht's. Halt das... Entschuldigt. Streife nimmt Verfolgung auf.
ciao, ja, komm. War ordentlich und ich fahr dir nicht rein. Green Levo, mein Chicken. Wir sind zurück mit unserer letzten Debatte zwischen Bürgermeisterin Stevenson und Holden Parker dem Dritten. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Daniel. Dir auch ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Bürgermeisterin Stevenson, was möchten Sie den Bürgern von Lakeshore angesichts der zunehmenden Polizeiaktivität der letzten Wochen sagen? Ich möchte den Bürgern versichern, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt und wir schon bald zu unserem friedlichen Lakeshore zurückkehren. Mr. Parker der Dritte, Ihre Antwort? Ja. Ja. Was? Was war die Frage? Wessen Frage? Nun, wenn Sie nicht wissen, wovon Sie reden, dann werde ich es auch nicht. Was halten Sie von der erhöhten Polizeipräsenz auf den Straßen, Sir? Habe ich das gesagt? Das war Ihr Gegner. Nein, das warst du. Scheint, als würdest du dir einen Knoten in die Zunge labern, Steve. Machen wir weiter. In my pocket no more cause I'm sample size. Shout out to Matt, shout out my guys. Slide out the back, slide out the side. Roll a new drop, this a shoot out the top. This a shoot out the top. Mm.
I was at Coachella high off the mile, taking the mushrooms, I'm out of my body. Left should be blooming, I'm smoking Moscati. Chanel, white like a top in the booth.